Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda 2, The Adventure of Link. Ich bin Martin und ich hoffe, ihr seid auch heute wieder mit dabei. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr und merke mir mal, wann ich aufgenommen habe, damit ich hier endlich mal einen 15-Minuten-Part machen kann. Das heißt, falls wir es schaffen, denn was wir heute vorhaben, es könnte schon sich ein bisschen länger ziehen. Denn wir haben vor, den Death Mountain zu durchqueren. Und da werde ich mal stark für, dass wir mal hier uns die Pötte machen. Bevor wir allerdings hier den Death Mountain durch den Death Mountain schlagen uns durch diesen Wind erstmal. Und ich ein paar Gegner. Warum eigentlich gestern... Das war ja herrlich reingesprungen. Warum eigentlich keine Folge hochgeladen wurde neulich? Also das heißt gestern. Das heißt, also am Freitag. So, warum am Freitag halt keine Folge hochgeladen wurde, ist ganz einfach erklärt. Ich hatte ziemlich viel für die Schule zu tun, also fürs Abi besser gesagt. Schreibe ich ja nächste Woche. Also zumindest meine erste Prüfung. Und habe ich dafür, muss ich jetzt letzte Woche ziemlich stark lernen. Und es kann, es ist höchstwahrscheinlich, dass die Folge nächste Woche Freitag auch wieder ausfallen wird. Weil ich werde wahrscheinlich überhaupt nicht dazu kommen, irgendwie was vorzuproduzieren. Ich versuche ja immer die 15 Minuten Parts hinzubekommen. Und das mache ich ja immer pro Aufnahmesession. Also pro Aufnahmesession versuche ich einen 15-Minuten-Part draus zu machen. Und ich nehme ja immer dann die Woche vorher auf. Normalerweise. Momentan schaffe ich das ja kaum. Und ich lade mal voll in den Wald rein, wo gerade der Gegner drüber war. Das ist aber immer gut hier. Ja, jetzt. Herrlich. Herrlich ausgewichen, also sucht man so gar nicht. So, hier haben wir eine Fee drin. Da wir gerade gehittet wurden, schnappen wir uns die mal. Auch wenn es kaum was abgezogen hat. Egal, es ist egal. So, hier haben wir wieder Kellerasseln auf der Brücke. Wie die heißen, habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Nennen wir sie einfach weiterhin atomverseuchte Kellerasseln. Ja, ich finde, das ist so, kann man sie ganz gut nennen. Hey, deswegen mag ich die Gegner nicht, weil die immer so schön den Geschossen vom Schwert ausweichen können. Na gut. Wir sind wieder in Saria und eigentlich hätten wir die Fehler auch sparen können. Also okay, die ist früher oder später wieder da. Wir hätten uns auch hier heilen können, nämlich. So. Wir können jetzt die Dampfwalze. So, wir können uns jetzt. Was ist heute mit meinem Sprachzentrum bitte los? Ist ja schlimm. Ich glaube schon vom ganzen Lernen ausgelaugt und alles. Wir können jetzt dank Bagu, der uns den Zettel gegeben hat, also eine Notiz gegeben hat, dass wir VIP sind, wir haben hier ein VIP-Ticket, können wir super hier durch. Pass mal auf. You know Bagu? Then I can help you cross. Ja, dankeschön, du komischer Österreicher. Denn der komische Österreicher lässt jetzt hier die Brücke ausfahren. Und hier in der Hütte ist ein Zwillingsbruder, der sagt das genau dasselbe. Hier so zack, da ist er. Und der will uns dann auch helfen, die Brücke auszufahren, wenn die wieder eingefahren ist, wie wir gerade gesehen haben. Was auch immer. Wir gehen jetzt in den Death Mountain rein und oh Gott, hier die erste Choice, wo wir gehen, mal lang, wo wir lang gehen. Werden wir nie was schaffen. Na doch, wir gehen hier einfach hier lang, weil ich kenne meine Route schon auswendig. Ey. Lass dich treffen, danke. Und jetzt du. Ihr kommt alle dran.
Ey, das war aber nicht nett. Ist du, zack. Oh, das war gekonnt, geblockt, aber das war ganz gekonnt reingesprungen. So, zack, du bist tot. Wir gehen mal hier ganz schnell weiter. Octorox. Ich finde es so schön, wie sie so synchron hochspringen. Sieht mal so herrlich aus. So, hier haben wir einen weiteren Bumerang-Fuzzi. Ey. Ich wollte den ganz cool killen, aber na gut. So, und weiter geht's. So, ich nehme gerade auch mitten in der Nacht auf. Also es ist gerade 2.05 Uhr. 10 Minuten ungefähr noch Zeit. Und ich lasse mich treffen wie ein Weltmeister. Herrgott. Dankeschön. Einfach aus Prinzip die killen und nicht umgehen oder so. Gut, der Death Mountain ist aus einem Grund ziemlich unbeliebt. Und zwar wegen einem Gegner. Seine schwächere Version wird uns hier gleich entgegenkommen. Die ist relativ leicht, normalerweise, relativ leicht zu killen. Die, der Kroko, ich vergesse, wie sein Name ist, der Kroko schleudert die ganze, der hebt die ganze Zeit mit seiner Axt aus und während der, warum wurde der gerade nicht geblockt? Ich glaube, ich habe mich einfach zu früh gedreht oder so. Der Kroko schwingt seine Axt immer aus und während er das tut, kann man ihn dann halt angreifen. Danke, blöder Blob. Na komm. So. Während er das tut, kann man ihn angreifen und... Moment, ich gehe nochmal kurz raus. Ich brauche ein bisschen Platz. So, danke. Kann ich mich heilen? Nee, verdammt. So, dieser rote hier, der rote Kroko, ist der Grund dafür. Shield. Okay, das war ganz cool gekillt. Wir stammen uns den Magiepot. Der rote Kroko ist. Ich will den Magiepot haben. Es gibt einen Magiepot. Nichts verwechseln mit dem Ruhepot. Oh Gott, war schlecht. So, jetzt aber. Der rote Kroko ist halt der Grund dafür, warum der Death Mountain so sehr gehasst wird. Ich hasse den wegen diesem blöden Blob. Aber jetzt ist er tot. Jetzt ist die Welt wieder im Auge. Mein Weltbild ist wieder hergestellt. So, hier haben wir noch so einen Bumerang-Fuzzi. Na komm. Alles klar. Das war wieder ganz cool. So, live nochmal benutzen. Warum? Wegen dem da. Und ich sollte schon näher dran gehen, wenn ich angreifen will. Hilfe. Danke, ihr seid zu gütig. So, und jetzt weiter. Wir haben fast den Death Mountain fast geschafft. So. Da kommen hier die Bit. Und ja, die heißen wirklich Bit. Das ist blöd. Aber das ist cool. 200 Erfahrungspunkte, ganz cool. Es leckt. Oh Gott, was ist hier los? Es zittert gerade. Total. Ich weiß nicht, ob man das auch im Video sieht. Ich glaube, es liegt momentan einfach in den Sprites. Warte mal kurz. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Der soll mal kurz hier hinkommen. Ey, das ist aber nicht nett. So. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube, ich habe einfach irgendwas im Hintergrund laufen oder so. Wie gesagt, ich bin gleich wieder hier. So, ich hoffe, das Problem hat sich jetzt gelegt. Aber dieses Problem nicht. Das müssen wir jetzt noch erledigen. Hahaha. kann ich ja selber nicht mehr drüber lachen.
nur so total künstelt. Ja, es geht doch jetzt. Halbwegs so mehr oder minder. Ach, nö. So, ich habe mir wieder Sorgen langsam um meine Gesundheit. Also um die von Link natürlich, nicht um meine. Ich bin total kerngesund. Aber das muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, dank des Magietopfs hier. Alles klar. Und weiter geht's. So, wir haben den Death Mountain durchquert. Soeben. Ohne einmal zu krepieren. Der Death Mountain, der Lushy Mountain ist das. Ja. Der Friedhof, den ihr hier seht, der ist eine kleine Anspielung an den ersten Teil. Auf diesem Friedhof hat Link als Kind das Masterschwert bekommen. Denn wir befinden uns gerade tatsächlich in Süd-Hyrule. Und ja, ich würde sagen, wir gehen noch nicht da in dieses Loch rein, denn da bekommen wir ein weiteres Item. Es ist quasi halt das Item des Death Mountains. Und ich lasse mich gerade wunderschön für den Stein treffen. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es selber nicht. Ja. So, und für diesen Raum habe ich momentan Angst. Ich werde jetzt momentan ruhiger werden. Ihr seht gleich warum. Ich kann ja sehr leicht in diese Lava da fallen. Und zwar durch Octoroks. Genau deswegen. Oder wenn ich hier einfach so blöde reinrenne. Ja. So, von dem nächsten hier. Der nächste ist ein totaler Assi. Der kann uns mit einem Schlag killen. So. Na, geht doch. Geht doch. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Alles klar, gut. Wir gehen gleich nochmal in diese Höhle da rein, dieses Loch im Boden mit diesen Felsen da. Also da, diesen kleinen Stück Grasen über dem Friedhof. Also nördlich vom Friedhof und wir gehen aber wie gesagt gleich nochmal hin. Ich wollte die wieder ganz cool zu zweit killen, wie ich sonst immer schaffe. Die Assel und den. Jetzt habe ich sogar den Namen der normalen Standardgegner, der Moblins, genau. Blubberblasen und asozialer Typ. Ich stelle mich gerade blöde an. Na geht doch. Aber überhaupt nicht cool, wie ich es gemacht habe. So. So, nochmal kurz hier hin. Warum? Ganz einfach erklärt. Ich will mir ein weiteres One-Up schnappen. Eine weitere Link-Action-Figur, die hier versteckt ist. Voll fies, wie soll man darauf kommen eigentlich? Na gut. Wenn man damals die Club Nintendo da war, wie auch immer. Wenn man es auch immer aussprechen möchte. Englisch oder Deutsch, so. Die Club Nintendo. Dann konnte man da das ja ziemlich leicht rausfinden. Aber sonst, damals gab es ja kein Internet, also. Wann war das denn? Wann war das Spiel nochmal? Es ist ja schlimm, ich hab vergessen, wann das Spiel ist. Von 1986? Lass mich lügen. 86, 87? Ich hab's vergessen, ich muss es gleich nochmal nachgucken. So, über diesen Steg, da können wir noch nicht rüber. Aber gleich. Wir gehen erstmal hier ins Dorf und zwar sind wir gerade in Harbor Town of Mido. Mido, war das nicht dieser kleine Pimpf von Ocarina of Time, dieser eine von ganz am Anfang? Na egal, wir lassen uns hier erstmal heilen. Me? Let me help you. Come and fight. Ja, das sagen deine Schwestern auch immer. I can restore your life. Ja, das höre ich auch immer. Machen wir weiter hier. So. Gehen wir mal hier rein. Und hier drin
haben wir einen Typen stehen. Der sagt... Ask Error of Roto about the Panas. Okay. Das machen wir dann auch, wenn wir das nächste Mal... Ja, gut, wollte ich schon sagen. Wenn wir das nächste Mal unseren alten Freund Error sehen. Also, du kleiner, hey Kitty, was sagst du? Ich bin doch cool, oder? The Iron Palace in the south has arrived! Okay. Woher weißt du das eigentlich? Ist egal. Hallo, schöne Frau. Hallo. Ja. Oh, Zwillingsschwester. Hallo, schöne Frau. Hallo. Ihr sagt irgendwie alle dasselbe, kann das sein? Okay, hier haben wir eine Kirche. Was hast du? Sorry, I know nothing. Okay. Ow, young fellow. Sorry, I know nothing. Ja, gut. Ich will mit den anderen Bewohnern quatschen, weil ich möchte eine ganz bestimmte Info rauspressen. Link, wo guckst du hin, du... Ferkel. Sittenstrolch. No one is here, but the church bell will ring. Also niemand ist hier, aber Glocke von der Kirche klingelt trotzdem. Auch wenn keiner hier ist. Keine Ahnung. Gut, kamen wir gerade da hoch? Na, unsere Magic reicht natürlich nicht mehr für Jump aus. Geil. Obwohl Jump ist jetzt noch mal mehr als Shield. Okay. So. Magie-Oma. Start and rest, dear. Okay. Ich sehe schon, ich überziehe gerade schon wieder. I can give you magic. Come back anytime. Ja, danke, Oma. Okay, jetzt aber. Jumpen. Und zack, wir sind in der Kirche drin. Sieht genau aus wie ein Haus. Wahrscheinlich ist es die Wohnung von dem Typen, der die Klicke... die Glocke, Mischung aus Glocke. Ja. Was auch immer, ich wollte sagen, Klicke ist wahrscheinlich eine Mischung aus Glocke und Kirche oder so. Blab. Ja, hier haben wir einen weiteren Typen. Er ist aber diesmal kein alter Mann, sondern ein Ritter. Und zwar wahrscheinlich ein Drilling von den Österreichern. Oder der Vetter, oder was auch immer. Was uns beibringt, sage ich das in der ersten nächste Folge. Epischer Cliffhanger. Ich kann natürlich schon mal so viel verraten, es ist verdammt cool, was er uns hier beibringen will. Leute, ich würde mal sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wie gesagt, nächste Woche ist höchstwahrscheinlich das Ausfällt, weil ich dann für meine beiden LK-Klausuren sehr, sehr, sehr lernen muss. Für Kingdoms macht euch mal keine Sorgen, habe ich schon ordentlich vorproduziert. Ich lasse gleich nochmal eine Folge durchrendern. Gut, inzwischen ist es heute. Es ist eigentlich schon die ganze Zeit heute. Also Samstag. Ne? Und ich überziehe die Folge wieder maßlos mit meinen Schlussworten. Das ist ja herrlich. Also es ist inzwischen schon 2.18 Uhr morgens. Und ich hau heute noch eine Kingdoms-Folge raus. Durch gerade noch am Durchrendern. Also jetzt nicht, aber mach ich gleich. Und dann muss ich auch noch hier die Zelda-Folge hier fertig machen. Aber wie gesagt, die kommt heute am Samstag raus. Ich hoffe, können wir das verzeihen. Aber wie gesagt, ich habe momentan kaum Zeit aufzunehmen und alles. Aber da soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Ich werde jetzt endlich mal die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, euer Martin.